R-E-W-I-N-S-I-D-E. Lastkraftwagenfahrer. Meine lieben Freunde, was geht denn? Willkommen zu diesem wunderschönen Video, zu einer Special-Episode von Der kommt flach, meine Freunde. Dem wohl ausgelutschtesten, langweiligsten, so ständig wiederholsten Format auf YouTube. Mit dabei heute der ausgelutschteste, langweiligste und sich ständig wiederholendste YouTuber. Lukas, ich habe mir eigentlich zu gewünscht, dass ich dieses Jahr nicht mehr mit dir reden muss. Schade drum. Ich würde sagen, wir fangen direkt an, meine Freunde. Wir haben heute eine Weihnachtsepisode und ihr habt es euch sicherlich schon gedacht, Leute. Da wir heute eine Weihnachtsepisode haben, gibt es richtig nichts für euch dazu. Perfekt. Guckt die Werbung bis zum Ende, kauft unser Merch und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Lukas, erster Witz. Ich hau raus und zwar, was schenkst du deiner Freundin zu Weihnachten? Eine Kette. Ah, gute Idee, meine versucht auch immer aus dem Keller rauszukommen. Was? Ich versuch's noch ein bisschen besser. Das Ding ist, ich hab Weihnachtswitze gesucht, da waren wieder richtig unlustig dabei. Ich habe jetzt zum Beispiel einen guten Lukas. Was bekommt ein Pole zu Weihnachten geschenkt? Dein iPhone. Okay, der ist schlecht, scheiße. Ja. Der hat zwar nichts mit Weihnachten zu tun, aber hier riecht es nach los, Süßer. Was ist los, Süßer? Nicht viel und bei dir, Süße. Lukas. Ey, das ist voll gut. Pass auf, wir machen das einfach so. Wie nennt man Weihnachtseisenbahnen, die Hinrichtungswerkzeuge transportieren? Kreuzzug. Oh. Wir sagen einfach immer das Wort Weihnachten dazu, dann können wir die Folge auch rechtfertigen. Weißt du, was ich meine? Alter, perfekt. Ja. Okay. Schatz, unsere weihnachtliche Tochter hat den ersten Zahn verloren. Wie süß. Ja, aber eine Playstation fasst die Alte nicht mehr so schnell an. Was? Korrekt. Schwarzer Humor ist wie Weihnachtsessen, hat nicht jeder. Ich hab mich verfahren. Wo bist du denn? Im Auto. Meine Damen und Herren, liebes Publikum, darf ich vorstellen, meine weihnachtliche Freundin. Krass. Lieber Weihnachtsmann, ich war das ganze Jahr sehr artig und wirklich lieb. Okay, die meiste Zeit. Also ich meine häufig, na schön, hättest du nicht mal einen Witz, was soll ich? Ja, mach weiter. Okay, warte. Aktion im Weihnachtssupermarkt. Jeder 500er Einkauf kostet nur 1 Euro. Geil, ich war Nummer 500. Nicht so geil, ich hab Kaugummi für 50 Cent gekauft. Was sagt der Weihnachtsmann, wenn er ein Gefängnis besucht und es dann verlässt? Keine Ahnung. Verließ Navidad. Oh mein Gott. Okay, was lernen die Elfen vom Weihnachtsmann in der Elfenschule? Keine Ahnung. Das Alphabet. Der war richtig, ne? Nein! Pass auf! Hä, du wohnst im Erdgeschoss? Krass, da kann ja einfach so jeder reingucken. Können Sie bitte weitergehen? Ich hab die Fenster nur zum Lüften geöffnet. Schatz, diese Weihnachten kümmerst du dich bitte um die fette Gans. Hä? Lass deine Mutter in Ruhe. Okay, es gibt Menschen, denen ist langweilig und es gibt Menschen, die bewerten bei Google Bahnhöfe. An Weihnachten. Was? An Weihnachten. Wie heißt der Ort, wo Silvester noch vor Weihnachten kommt? Keine Ahnung. Das Wörterbuch. Oh mein Gott, okay. Der nächste ist auch sowas von überhaupt nicht flach. Fritzchen, zünde doch bitte den Christbaum an. Nach einer Weile sagt Fritzchen, erfahrt ihr auch die Kerzen? Junge, lieber Weihnachtsmann, diesmal bitte in der richtigen Reihenfolge. Konto fett und ich schlank, nicht andersrum. Den poste ich gleich auf Twitter, aber da kommt. Immer wenn ich Weihnachten irgendwie was esse, ich nehme 5 Kilo zu, ne? Und ich meine, ich bin da jetzt schon fett, deswegen. Ja, das stimmt. Bin, frag die eine ganz die andere. Glaubst du an dein Leben nach Weihnachten? Was? Hä, aber. Ist voll nicht witzig. Bei uns gibt's immer ganz, doch. Hey Rudi, hast du eigentlich schon alle Geschenke? Nee, keine Ahnung, ich glaube, die komme ich jetzt an Heiligabend. Oh, mein Gott, Alter, Rudi. Treffen die zwei Blondinen, ne? Sagt die eine, dieses Jahr ist Weihnachten an einem Freitag, sagt die andere, hoffentlich nicht an dem 13. Oh Mann, Alter. Was hat Santa Claus, wenn er im Kamin stecken bleibt? Klaustrophobie. Oh, der war scheiße. Und wie nennt man einen alten Schneemann? Wasser oder Pfütze? Okay, was ist ein Schneemann am liebsten? Karotten. Schätze. Du bist dran. Keine Ahnung. Wir sollen dran. Eltern, du sollst uns doch nicht anlügen, Kind. Ich soll euch nicht anlügen. Ich sag noch Weihnachtsmann, Osterhase, Nikolaus. Boah, Real Talk, Alter. Jawohl. Kannst du kurz lachen, bitte? Ach so. Die Großmutter zu der Enkelin. Du darfst dir zu Weihnachten von mir ein schönes Buch wünschen.
fein. Dann wünsche ich mir dein Sparbuch. Oh, Junge, Alter. Was ist klein, braun und riecht nach Weihnachtskaramell? Ein Zuckerkranker, der vom Weihnachtsblitz getroffen worden ist. Vom Weihnachtsblitz, Junge. Ach, Oma, die Trommel von dir war wirklich mein schönstes Weihnachtsgeschenk bisher. Tatsächlich, freut sich die Oma. Ja, Mami gibt mir seit Weihnachten jeden Tag immer 1 Euro, wenn ich aufhöre zu spielen. Oh, Junge, Alter. Wo macht dein Skelett Weihnachtsurlaub? Ich hab keine Ahnung. Im Toten Meer, Junge. Oh mein Gott. Petra schwelgt in Erinnerung. Als Kind mochte ich es im Winter in der Stube vor lodernem Feuer zu sitzen. Leider gefiel das meinem Papa nicht. Er hat es verboten. Warum denn? Nun, wir hatten keinen Kamin. Ja moin, erstmal so zum Abfackeln. Oh, Junge. Deine Mutter heißt Jumbo und frisst Weihnachtsburger für ProSieben. Ah, Weihnachtsburger, jetzt habe ich es geblickt. Es fragt ein Schotte zu seiner Frau, was wünschst du dir dieses Jahr zu Weihnachten? Ich weiß nicht, antwortet seine Frau. Gut, dann schenke ich dir ein weiteres Jahr zum Überlegen. Oh, Junge, eine geile Taktik auf jeden Fall. Für deine Mutter ist die Bratensoße von Weihnachten ein Erfrischungsgetränk. Bah, Junge, stell dir mal vor, Alter. So. Also ich kann mir das richtig gut bei deiner Mutter vorstellen, tatsächlich. Ja, als Maul. Kann ich was mir auf Schein halt... Nee, warte. Ja. Kann ich mir an Karneval deine Mutter ausleihen? Ich möchte als Sohn gehen. Hä? An Weihnachten, oder? Ja, macht Sinn. Ja klar, weil man sich Weihnachten verstehe ich auch. Verkleidet. Das scheinheilig ist, wenn man das ganze Jahr die Pille nimmt und zu Weihnachten singt, ihr Kinderlein kommen. Was? Jawohl. Deine Mutter ist so hässlich, bringst du gerade Weihnachtszwiebel zu heulen. Ja. Die Weihnachtszwiebel, da kennt sie nicht. Ja. Ein Mann fragt seine Frau, Schatz, was wünschst du dir denn zu Weihnachten? Die Frau, die Scheidung. Ja, naja, so viel wollte ich eigentlich nicht ausgeben. deine Mutter bestellt 2-mal beim Chinesen Weihnachts-All-You-Can-Eat. Ah! Oder? Das esse ich auch gerne, ja. Ja. Ostfriesenwitz. Warum klettern die Ostfriesen Anfang Dezember immer durch das Fenster? Weil Weihnachten vor der Tür steht. Lukas, deine Mutter sitzt am Weihnachten in der Badewanne voller Fanta und winkt, damit sie auch mal so eine Limo winken kann. Nice. Deine Mutter fragt bei McDonalds nach der Weinkarte an Weihnachten. Ah, an Weihnachten. Oder? Es ist schon das 7. Mal, dass meine Schwiegermutter an Weihnachten zu uns kommt. Dieses Mal lassen wir sie aber nicht rein. Ah. Hä? Was? Ist ja gar nicht witzig, macht man das so, oder? Nee, deine Mutter schlägt sich an Weihnachten 50 Cent ins Ohr und denkt, sie hat 50 Cent Scheiße verkackt. Du bist dran. Eben kommt eine ziemlich genervte Frau zu mir in den Fahrstuhl und telefoniert. Sie, ich muss jetzt aufleben. Neben mir steht ein heißer weihnachtlicher Typ. Sie zu mir, sorry für die Notlüge. Aber die hat echt Kinder, war nicht witzig. Lukas, deine Mutter kriegt an Weihnachten an der Kasse von Fressen auf ein Leckerli. Meine Kleine. Sie wird so gestreichelt, schlägt so die Hand ab, Alter. Junge. Was machst du eigentlich, wenn du mal keine Lust auf Essen hast? Ich verstehe diese Frage nicht. Junge, das ist doch nicht witzig, Mann! Okay, deine Mutter ist so dumm, sie setzt beim Online-Poker an Weihnachten eine Sonnenbrille auf. Ah, an Weihnachten. Jetzt schimmert's mir. Lustiger Weihnachtsreim. Der Gabentisch ist öd und leer, die Kinder gucken blöd umher. Da lässt der Vater einen krachen, die Kinder fangen an zu lachen. Geil! Deine hässliche Mutter hat dich in Missgestalt am Schrottwichteln gezogen, Alter. Aber an Weihnachten auch, ne? Ja, wann macht man das denn sonst? Also ich mache Wichteln immer an Ostern. Alles klar, deine Mutter geht an Weihnachten in den Wald und sammelt Laub für den Blätterteig. Alter, so flach einfach. Meine Frau wünscht sich etwas zu Weihnachten, das ihr Gesicht steht. Das zu ihrem Gesicht hält, dann kauft ihr doch einen Faltenrock. Oh, Junge, Lukas, kann ich die nächste Folge einfach ohne dich machen, Alter? Ja, Lukas, so deine Mutter ist so fest, nach Weihnachten ihr Schatten wiegt allein 200 Kilo. Ja gut, das ist natürlich Schwachsinn, weil ein Schatten ja nichts wiegt, ne? Das weiß ja jeder kleine Junge. Weißt du das? Hä? Weißt du das? Pass mal auf. Okay. Sagt der eine Typ zu seiner Freundin, was wünschst du eigentlich zu Weihnachten? Sagt die Freundin, oh, ich wünsche mir nichts sehnlicher als dich. Ja, hab ich ja nichts geschenkt. Der war ja wohl jetzt nicht schlecht. Was macht deine Mutter im Fitnessstudio, Lukas? Putzen. Ich denk mal trainieren. Putzen. Und gestern was macht deine Mutter an Weihnachten in einem UFO? Keine Ahnung. Auch putzen. Lukas, gestern hat sich der Polar Express vor deine Mutter geschmissen.
Nee, ah, okay. Jetzt blick ich's, okay. Der einzige Sport, den deine Mutter an Weihnachten mag, ist Rittersport. So, das mag ich aber auch klappen. Deine Mutter spielt die Hauptrolle bei unser Charlie. Dieser Affe. An Weihnachten, ganz klar. Deine Mutter verkleidet sich nachts an Weihnachten als Frau. Du Wichser. Ich hab keine Witze mehr. Deine Mutter heißt Klaus und boxt auf dem Weihnachtsfest. Hä? Ach, egal. Jawohl. Okay, Lukas. Ja. Warte, ich hab's vergessen. Nee, also, hier, weiter, deine Mutter kauft ihre Weihnachtsgeschenke, aka ihre Unterhosen, bei Zelte Weber. Ich nehme an, die machen große Zelte, ne? Deine Mutter telefoniert im Kino mit Fernsehsender QVC. Hä? Was ist QVC? Geschenke, dieses Teleshopping. Ach so. Kino einfach. Ja, also ich hab schon seit ungefähr 5 Minuten keine Witze mehr, aber sehr ruhig weiter, ich bin noch da. Deine Mutter ist wie ein UFO, unfassbar fettes Objekt. Aber an Weihnachten. An Weihnachten natürlich, klar. Ich hätte ihn sonst nicht verstanden. Deine Mutter ist der Grund, warum Heido eine Brille trägt. An Weihnachten. Deine Mutter ist okay. So ekelhaft, die dickt ihren Oreo und Ketchup. So. Also das war auf jeden Fall genug. Wir sind definitiv über 10 Minuten. Die Hälfte von Lukas Witzen haben wir rausgeschnitten. Lukas, ganz kurz. Wie kommt dein Vater nach dem Sex von deiner Mutter runter? Oberschenkel klatschen, mit der dritten Welle mitspringen. Lukas, in diesem Sinne, das war's an Weihnachten, Lukas. Das war's mit dieser wunderschönen Folge von Deck auf Lach, meine Freunde. Wir wünschen euch alle wunderschöne Weihnachten. Schaut auf jeden Fall nicht bei Lukas vorbei. In den Kommentaren findet ihr sicherlich keine Geschenkcodes für irgendwelche Sachen. Guckt da bitte nicht rein. Also denkt nicht, dass wir irgendwas vorbereitet hätten. In diesem Sinne, meine Freunde, macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Peace, Leute. Ciao. Ja, halt's Maul. Ja, ich glaube.